Hallo zusammen und willkommen zum vierten Teil des zweiten Kapitels, in dem es um Kausalität gehen soll. Was Kausalität ist, können wir uns auf der nächsten Folie angucken. Ich bin sicher, Sie kennen das alle. Und ein bisschen wissenschaftlicher ausgedrückt kann man sagen, die Wirkung erfolgt nach der Ursache, dann nennen wir ein System oder einen Zusammenhang kausal. Eigentlich ganz einfach und einleuchtend. Und wenn wir das auf die Technik übertragen, dann nennen wir ein System kausal, wenn wir einen Stimulus anlegen und der Ausgang ja erst nach diesem Stimulus reagiert. Anders kennt man das aus physikalischen Systemen nicht. Und wenn wir jetzt so ein System mit der Systemfunktion h von z entwerfen, dann gibt es eine Möglichkeit, das ausgehend von der Differenzengleichung zu machen oder von der Struktur, vom Signalflussgraphen. Und dann erhalten wir immer ein kausales System. Das heißt, der Ausgang zeigt jetzt keine Reaktion, bevor ich nicht einen Stimulus am Eingang anlege. Das erwarten wir eigentlich auch so. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir in unserem System nur Verzögerungen einsetzen. So ein Register oder ein Flipflop hat eine Verzögerung von einer Taktperiode. Wenn ich mehrere hintereinander schalte, bekomme ich mehr Verzögerung. Das kann man sich vorstellen. Was man sich schlecht vorstellen kann, ist ein System, das irgendwelche Verfrühungen macht. Das heißt, dass also die, ja, das schon zuckt am Ausgang, bevor am Eingang überhaupt irgendwas angelegt ist. Sowas kennen wir halt physikalisch nicht. Wenn ich jetzt in der z-Ebene anfange, mein System zu entwerfen, und zwar wenn ich ausgehe von der Polynomform mit negativen Koeffizienten, dann erhalte ich auch immer ein kausales System. Und da überlegen wir uns nochmal kurz, warum ist das denn eigentlich so? Tja, kurze Antwort. Wenn ich z hoch minus 3 zurücktransformiere in die Zeitdomäne, dann bekomme ich genau so eine Verzögerung Delta von n minus 3 raus. Das heißt, negative Exponenten übersetzen sich zurück in, ja, in Verzögerung. Also ganz klar. Starte ich jetzt aber mit der Polynomform mit positiven Koeffizienten. Das ist ja erstmal einfacher zu schreiben. Oder wenn ich die Pol- und Nullstellen spezifiziere, dann muss ich aufpassen. Dabei können auch akausale Systeme entstehen. Und warum das so ist und was da passiert, das schauen wir uns jetzt hier in diesem Kapitel an. Um jetzt herauszubekommen, ob unser System kausal ist, transformiere ich es am einfachsten in den Zeitbereich zurück. Das heißt, ich schaue mir die Differenzengleichung an und analysiere dann, ob meine Ausgangsfolge y von n von irgendwelchen Ereignissen in der Zukunft abhängt. Das heißt von einem Eingangssequenz x von n plus k. Und k ist dann eine positive Zahl. Und um das zu machen, wandle ich h von z in Pol-Nullstellenform zunächst in die Polynomform mit negativen Exponenten um, weil ich die relativ einfach in den Zeitbereich zurückwandeln kann. So, das erschlägt dann jetzt erstmal ein bisschen. Das heißt, wir gehen jetzt Schrittchen für Schrittchen durch diese Gleichung durch. Hier sehen wir unsere Systemfunktion in Pol-Nullstellenform. Ich habe n Nullstellen im Nenner. Ich habe p Nullstellen. Ach, Quatsch. Ich habe n Nullstellen im Zähler und p Nullstellen im Nenner. Und eine Nullstelle im Nenner entspricht dann einer Polstelle der Systemfunktion. Soweit so gut. Diese Produkte multipliziere ich jetzt aus und bekomme im Nenner ein Polynom p-ter Ordnung, klar. Und die höchste Potenz, da wird ja p mal z mit sich selbst multipliziert, ist z hoch p. Und das ziehe ich raus, aus Gründen, die wir später noch sehen. Im Zähler kann ich das Gleiche jetzt nicht machen. Weil falls nicht k zufällig gleich 1 ist, also mein Verstärkungsfaktor k, dann ist mein Koeffizient b Tilde n ist dann nicht 1, sondern der Koeffizient wäre dann k. Deshalb lasse ich das hier so allgemein stehen.
So, jetzt ziehe ich z hoch n aus meinem Zählerpolynom und z hoch p aus meinem Nennerpolynom heraus. Und das führt jetzt dazu, dass meine gesamten z hoch irgendwas, dass das alles negative, dass ich negative Exponenten habe. Und das gleiche passiert im Nenner auch. Kurz drüber nachdenken, hier ist noch nicht viel passiert. Ich habe hier, wie gesagt, nur z hoch n ausgeklammert. Dann steht hier z hoch i minus n und im Nenner steht z hoch i minus p. Und klar, hier aus dem z hoch p wird natürlich dann eine 1. Jetzt machen wir den nächsten Schritt. Da muss man ein bisschen vielleicht drüber nachdenken. Und zwar, das Einzige, was ich jetzt im Schritt von hier nach hier mache, ist, ich drehe die Reihenfolge um, in der ich jetzt meine Summe bilde. Das darf ich ja, ist ja kommutativ. Und das heißt, hier habe ich eigentlich noch gar nichts gemacht, außer meine Indizes umsortiert. Das sieht jetzt ein bisschen unkomfortabel aus, dieses b Tilde n minus i mal z hoch minus i. Und um das jetzt ein bisschen einfacher zu machen, benenne ich jetzt einfach meine Variablen b Tilde von n minus i um in bi. Und a Tilde p minus i nenne ich um in ai. Und dann habe ich jetzt meine Systemfunktion in der Polynomform mit negativen Exponenten. Das kann ich jetzt noch einen Schritt weiter umformen und komme dann in eine Schreibweise, mit der ich das Y von z jetzt ausdrücke als Abhängigkeit von x von z. Und warum mache ich das? Klar, das kann ich jetzt gleich ganz leicht zurücktransformieren in die, in den Zeitbereich. An dieser Stelle sehe ich jetzt auch, warum ich meinen Nenner in der Form 1 plus die Summe benötige, weil nur so kann ich jetzt beide Seiten mit dem Nenner multiplizieren und das 1 plus, auf der bleibt das y von z stehen und die restlichen Potenzen, die sortiere ich jetzt auf die andere Seite rüber. Deshalb brauche ich diese Umformung, um das z hoch p zu entfernen und hier nur das 1 plus übrig zu behalten. Schauen wir uns jetzt nochmal diesen zusätzlichen Term z hoch n minus p an. Den hatten wir bis jetzt nicht in der Systemfunktion in Polynomschreibweise. Die Anzahl der Nullstellen des Zählers war ja n. Die Anzahl der Polstellen entspricht dem Grad des Nennerpolynoms. Die Ordnung des Filters nennen wir das Maximum von n und p. Das heißt, das Polynom, was den größten Grad hat, bestimmt auch den Grad unseres Gesamtsystems. Und je nachdem, was jetzt höher ist, der Grad des Nennerpolynoms oder der Grad des Zählerpolynoms, gibt es p minus n zusätzliche Polstellen im Ursprung. Das ist für den Fall, dass der Grad des Nennerpolynoms p größer ist als der Grad des Zählerpolynoms. Oder im umgekehrten Fall, wenn der Grad des Nennerpolynoms kleiner ist als der des Zählerpolynoms, dann gibt es n minus p zusätzliche Nullstellen im Ursprung. Das heißt zum Beispiel z hoch 3, wenn n um 3 größer ist als p, heißt das, ich habe 3 zusätzliche Nullstellen im Ursprung. Ein ganz einfaches Beispiel ist ein Firre-Filter. Da ist ja der Grad des Polynoms erstmal immer 0, wenn ich es jetzt hier aus dieser Form konstruiere. Und dann habe ich jede Menge zusätzliche Nullstellen im Ursprung. Und dieser Term hier vorne, dieses z hoch n minus p, das hat ja immer einen Betrag von 1. Oder man kann es auch geometrisch interpretieren, der Abstand zu jedem Punkt auf dem Einheitskreis ist gleich, nämlich genau 1 vom Ursprung. Deshalb haben die Pol- und Nullstellen im Ursprung keinen Einfluss auf den Betragsgang und sie werden oft auch nicht eingetragen. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Die haben schon einen Einfluss,
Ist nur die Frage, welche ist das dann überhaupt? Warum sind die wichtig? Und Sie vermuten jetzt wahrscheinlich schon, dass es irgendwas mit der Kausalität zu tun hat, da wir uns in dem Kapitel befinden. Und da haben Sie natürlich recht. Wir schauen uns jetzt nochmal die komplette Gleichung an, die wir vorhin hergeleitet haben. Und den hinteren Teil, den kennen wir ja schon. Der, wo hier die Verzögerung z hoch minus i drin stehen, da wissen wir, das können wir abbilden auf einen Signalflussgraphen, das können wir abbilden auf die Differenzengleichung, in der nur Verzögerungen drin vorkommen. Das heißt, entscheidend für die Kausalität muss dieser Faktor hier vorne sein, das z hoch n minus p. Das transformieren wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, den hinteren Teil, das kennen wir schon. Und das z hoch n minus p, das bildet sich einfach ab auf so einen Dirac-Stoß n plus n minus p. Und weil ich hier multipliziert habe in der z-Ebene, muss ich jetzt hier eine Faltung ausführen. Und wenn ich das mache, dann ist eine Faltung mit so einem Dirac-Stoß ist eigentlich ganz einfach. Dann kommt hier hinten raus, anstatt n minus i, n minus i und dazu kommt jetzt noch plus n minus p. Und der Teil, der bleibt e unverändert. Was sehen wir jetzt daraus? Wir sehen daraus, dass der einzige Teil, der uns jetzt Ärger machen könnte, dieser hier ist. Weil hier steht y von n minus i, immer Verzögerung, weil i von 1 bis p läuft. Hier steht es aber drin, n plus n minus p minus i. Das heißt, je nachdem, was n minus p ist, könnte hier quasi auch eine Verfrühung dabei rauskommen. Und das ist genau das Kriterium. N muss kleiner gleich als p sein, ansonsten bekomme ich ein akausales System. Wenn beispielsweise n um 1 größer ist als p, dann steht hier n plus 1 minus i. Und da ich ja bei i gleich 0 anfange, habe ich dann hier eine Verfrühung um 1 und das ist physikalisch nicht realisierbar. Das ist akausal. Das heißt, die Polen und Nullstellen im Ursprung beeinflussen nur die Verzögerung und damit meinen Phasengang. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, da der Ursprung von allen Punkten auf dem Einheitskreis Abstand 1 hat, wird der Betragsgang gar nicht beeinflusst. Das hatten wir uns ja im vorigen Abschnitt angeguckt, wo es um den Einfluss von Pol- und Nullstellen geht. Also nochmal das Wichtige: Wenn ich ein System ausgehend von der Pol-Nullstellenform konstruiere oder auch von der Form mit positiven Exponenten, dann muss ich darauf achten, dass die Anzahl der Nullstellen kleiner gleich als die der Polstellen ist, sonst konstruiere ich da gerade ein akausales System. So, fassen wir nochmal den Formelkram von diesem Kapitel zusammen. Wie gesagt, wir sind losgelaufen mit der Schreibweise in Pol- und Nullstellenform und sind auf diese Form hier gekommen, mit diesem zusätzlichen Faktor z hoch n minus p, von dem wir gesagt hatten, der beeinflusst oder mit dem können wir entscheiden, ob ein System kausal oder nicht kausal ist. War p größer als n, dann bekomme ich zusätzliche Verzögerungen. Und zwar multipliziert quasi mit z hoch minus p minus n. Das ist nicht schlimm, verzögern kann ich immer. Habe ich n größer p gewählt, dann bekomme ich ein nicht kausales System und da bekomme ich n minus p Verfrühung. Z hoch plus ein Exponent gibt mir immer eine Verfrühung und keine Verzögerung. So, und damit können wir uns jetzt einfache PN-Diagramme mal angucken. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eins konstruiert aus 7 Nullstellen. Die sind entlang des Einheitskreises platziert. Jetzt habe ich schon quasi vorbeugend hier meine 7 Polstellen hingesetzt. Und damit ist p gleich n. Und ich habe einen Wirrefilter, weil ich nur Nullstellen auf dem Einheitskreis habe. Und die Polstellen haben ja keinen Einfluss. Die sitzen, wie gesagt, da am Ursprung. Das ist jetzt ein kausales System. Lasse ich das weg, sage ich, braucht doch keiner. Dann sähe jetzt der Betragsgang immer noch genauso aus, weil nur diese Nullstellen auf dem Einheitskreis den Betragsgang beeinflussen. Aber es fehlen jetzt diese 7 Verzögerungen und dann hätte ich ein komplett akausales System. Man sieht oft Wirrfilter so geschrieben, weil wie gesagt die Polstellen im Ursprung keinen Einfluss haben
auf den Betragsgang. Es ist aber eigentlich nicht ganz korrekt, weil ich auf die Art, wie gesagt, ein akausales System darstelle. Dann habe ich hier ein IIR-Filter, bei denen es oft die Anzahl der Polstellen gleich der Anzahl der Nullstellen. Ja. Und hier habe ich noch eins, das geht auch. Ich habe hier drei Polstellen und eine Nullstelle im Ursprung. Ja, da habe ich jetzt einfach zwei zusätzliche Verzögerungen. Die bräuchte es nicht unbedingt. Das heißt, wenn ich das jetzt aus Hardware konstruiere, dann würde ich normalerweise ein System anstreben, wo ich jetzt auch drei Nullstellen dann im Ursprung habe und drei Polstellen irgendwo in der Z-Ebene. Das war's schon in diesem Kapitel über Kausalität. Ein paar heftige Formeln, aber eigentlich sind die Zusammenhänge nicht so schwierig, wenn man sich merkt, dass Polstellen immer eine Art von Verzögerung bedeuten und Nullstellen immer eine Art von Verfrühung. Was besseres Wort fällt mir jetzt nicht ein. Danke fürs Aufpassen und Mitmachen.